Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Und willkommen zurück zu Prime 2 Echoes. Lass uns doch mal sehen, was wir hier so Bernstein übersetzen können. Bernstein übersetzen? Bernstein übersetzen. Ist gut. Ist klar. Cool. Moin. Sicherheitsfreigabe erfolgt. Torsystem einsatzbereit. Durch Wachsamkeit und Stärke schaffen wir Frieden. Cool. Check. Es, ja, guter Vorsatz. Ah, hallo, servus, danke. Mehr Missiles sind immer geil. Denn ich hoffe, es funktioniert. Hätte nämlich auch wieder gerne einen 100% Run. Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Das ist schlecht, dann muss ich wohl irgendwie zurück. Das ist echt... Na, scheiße. Dann runter. Ja. Und ich fühle mich immer noch so ein bisschen isoliert. Oh, cool. Das ist toll. Hallo. Energy Tank erhalten. Wenigstens ein bisschen Updates und Progress kriegen wir geschenkt. Danke sehr. Jump. Dann lass uns jenes Übersetzungsmodul dort nochmal probieren. Spreng. Nein. Ach, shit. Ich will. Nein. Ich will da hoch. Oh, ich hasse dich. Verdammt, Verzeihung. Und das hat sich jetzt natürlich lauter angehört, weil das Mikrofon jetzt wieder an meinem Headset hängt und nicht neben mir. Aber brace yourselves. Summer is coming. Allergien und so eine Scheiße. Sicherheitsfrage aber erfolgt. Torsystem einsatzbereit. Durch Wachsamkeit und Stärke schaffen wir Frieden. Ja, das kenne ich schon. Was ist da los? Analyse abgeschlossen. Talorische Legierung, das hört man immer gern. Mothball Bang. Kartenterminal. Sehr schön. Bleep. Sweet, sweet. Ist euch aufgefallen, dass man in den Cutscenes sehr viel öfter... Samus' Gesicht durch den Visor sieht. Ist ein bisschen persönlicher. So, okay, und weiter. Okay, das Einzige, wo wir noch nicht wirklich waren. Wohl, nein, warte, wir müssen da lang. Und da warte ich, kommen wir aber. Hier lang. Und das ist so... Oh, das ist weite Ferne. Moment, wo kommen wir her? Kommen doch von da. Und da. Wir müssen doch da lang. Aber hey, die Kartendaten waren sehr nützlich. Danke also dafür. Denn wir wollten ja uns diese Schattenwelt mal angucken. Sehe ich das richtig? Ich weiß noch, dass ich damals als Kind, als ich das durchgespielt habe, echt scary war. Was vor allem, ja, also er hat es ja erwähnt, die Schattenwelt der, also der dunkle Aether, ach, das ist die Kacke hier. Macht einem schon Schaden, wenn man auch einfach nur stinknormal auf seiner Atmosphäre durch die Gegend latscht, abgesehen von diesen Schutzzonen, die die Luminoth errichtet haben. Das ist natürlich ein ziemlicher Abfuck und ich finde, eine Map, eine Welt kann so scary sein, wie sie will, wenn du sie ein bisschen auswendig gelernt hast.
Also sagen wir, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, ja, wenn du das Skript und das alles verstanden hast, wie das Spiel dich nun mal abfacken will, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Wenn es Faktoren gibt wie du kriegst Schaden durch diese scheiß Welt, und zwar konstant, dann ist das einfach, dann ist das einfach ein viel größerer Faktor, der dir Vorsicht vor so einer Welt beibringt. Also es ist zwar wirklich ein richtiger Abfuck, ja, aber ich finde, er ist gut gemacht. So, direkt geblendet. Hier will ich lang. Es wäre nur irgendwie cool, wenn ich jetzt nochmal hinkommen würde, um euch das zu zeigen. Ein bisschen. Nicht. Doch. Ah, schaut mal. Scan. Inschrift entziffert. Da planetare Energiequelle des Saeters fiel auf ein kritisches Niveau herab. Diese Tatsache zu ignorieren hätte zur Konsequenz gehabt, dass die Energie versiegt. Es hätte diese Welt uns ins Verderben gestürzt. So ersannen unsere hellsten Geister einen Weg, die verbleibende Energie zu bewahren und zu regulieren, in Form der Energieregulatoren. Okay, also die Energie war nicht immer direkt im freien Netzwerk. Ist klar. Wäre ein bisschen hart gewesen. Ach so, ja, shit, fuck you, Biatch. Ach so, da wollte ich gar nicht hin. Ey, kann die Map mal aufhören, mich abzufucken? Jetzt. Boah, jetzt habe ich auch wieder Orientierung. Ey, ist das schlimm. So. Tada. Also doch wieder. Nein! Nicht da lang! Also jetzt wird's langsam echt beschissen. Was soll der Mist? Ich muss nach da rechts. Ich muss nach da rechts. Die Tür ist weiter oben. Kriegen wir das jetzt mal hin? So langsam habe ich keinen Nerv mehr. So, okay, wir waren hier lang. Und da war zu. Ach ja, richtig, das habe ich gerade nicht gemacht. So. Jetzt haben wir es aber, ja? Danke. Oh, die ganze Scheiße zurück. Okay, toll. Ich habe Kartendaten bekommen, aber sonst. Ja, klasse. Ihr habt nur den einen Gang natürlich nicht gesehen. Aber aufgrund der fehlenden Kartendaten natürlich. So, hier gab es ein Update. Du bist scheiße. Der Rest von euch ist genauso kack. Nein! Oh, du bist kleines Mistvieh. Gah. Dann hau ich euch halt alle kaputt. Ist ja okay. Kleine Scheißviecher. So, darf ich jetzt. Nein, Moment, ich war zu hoch. Oh, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Was denn jetzt? Oh. Das ist neu. Danke sehr. Feuer. Boah. Ah, warte. Das. Okay, nein, da komme ich wieder runter. Ich dachte, da gab es vielleicht einen Container. Oh, nein, da gab es einen Container. Hi.
Bioscan abgeschlossen. Luminoth ist seit drei gemeinen Dekazyklen tot. Objekte, zahlreiche Wunden, die auf kleinere Explosionen zurückgehen, welche vermutlich durch ein mobiles Raketen- oder Granatsystem ausgelöst. Okay. So, murmeln wir hier mal ein wenig vorsichtiger, holen uns den Missile Tank, den höchstwahrscheinlich er netterweise für uns zurückgelassen hat. Ciao. Ich werde ihn in Ehren halten, deine 5 Missiles. Werde sie nie verbrauchen. Okay, Bullshit. Alles klar, das sieht besser aus. Das ist ein Weltraumpirat. Und ich kann aufladen, ohne ihn zu alarmieren. Und jetzt kann ich ihm einen Headshot geben. Und, wow, hey. Teleportationssystem, du bist ja gut. Shit, bitch. Das sieht interessant aus. Er hat versucht drauf zu schießen. Er mag das auch gar nicht und oh Scheiße, er mag es. Dunkler Piratensoldat. Von Finsterlingen besessener Piratensoldat. Zunahme von Stärke und Ausdauer durch symbiotischen Verbund. Abneigung gegenüber hellem Licht. Super. Tu, was du willst. Die werden wirklich sehr viel stärker und gehen mir auch sehr viel mehr auf den Sack, weil sie mir irgendwie... Hey, hallo? Sieht auch besser. Also die hauen aber auch schon mehr rein als in Prime 1. Einfach nur weil. So. Oh, schaut mal da. Nein, ich gehe erstmal da lang. Da gibt's was anderes. Licht des Aethers. Inschrift. Ja, Hologrammding. Der zentrale Energieregulator wurde im erhabenen Tempel errichtet. Drei weitere entstanden in den Tempeln von Torvus, Argon und der geheiligten Festung. Sie fingen die Energie des Aethers auf, um sie sodann über unsere gesamte Welt auszusenden. Zu all jenen, die ihrer bedurften. Mit der Zeit gingen wir dazu über, diese kostbare Energie, das Licht des Aethers, zu rufen. Es läutete eine Ära des Friedens und des Wohlstandes unter den Luminoth ein. Fürs Erste, ja. Gut. Dann, da ist er. Moment. Systemanalyse abgeschlossen. Konsole dient der Aufladung und Öffnung eines Portals zum dunklen Aether und ist derzeit außer Betrieb. Zur Errichtung eines Portals muss die Energieversorgung wiederhergestellt werden. Wie denn auch sonst? Klick. So haben wir wieder mal unsere ganz typischen Metroid Prime Puzzle-Rätsel. Mit dem Morphball. Klick. Ja, dreckigen Viecher. Stirb doch. Kann ich das vorher schon killen? Natürlich nicht. Okay. Klick. Ja, genau. Haha, scannen. Lass mich da drauf, danke. Rollschabe, die gibt's auch wieder. Gab's die vorher? Nein, oh nein, die gab's vorher noch nicht. Fleischfressender Höhlenbewohner reagiert empfindlich auf unmittelbare Explosionen. Durch den Einsatz von Bomben kann man diesen Gegner außer Gefecht setzen und ihm Schaden zufügen. Ja, das
passiert mit Bomben eigentlich recht leicht. Danke. Klick. Sehr schön. Und natürlich, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt ironisch, aber irgendwie natürlich muss das Portal mit Sonnenenergie betrieben werden. Mechanische Analyse abgeschlossen, Solardynamo funktionstüchtig, dimensionales Portalsystem wird mit Energie versorgt. Danke. Objektscan abgeschlossen. Objekt ist im ständigen dimensionalen Wechsel. Vollständiger Scan der Bombenmodule nicht Bombenmulde nicht möglich. 50% seiner atomaren Masse befinden sich in einer anderen Dimension, möglicherweise auf der Oberfläche des dunklen Aethers. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Hochwertige Solarlinse mit maximaler Lichtausbeute. Teil eines Systems, um ein Portal zum dunklen Aether zu öffnen. Ja, ich glaube, die Vokabel hatten wir heute schon mal ein paar Mal. So, aufstocken. Systemanalyse abgeschlossen. Konsole nicht zur Aufladung. Okay. Da ja. Okay. Das kennen wir. Schön. Geh in die Murmel rein. Beim letzten Mal ist ja auch nichts Blödes passiert. Klick. Ja. Yeah. Die Atmosphäre des dunklen Aethers hat eine schädliche Wirkung. Erleuchtete Schutzzonen schirmen die Atmosphäre des dunklen Aethers ab. So, das scannen wir jetzt direkt nochmal. Um. Ein Lichtportal zu erzeugen. Nein, nicht um zurückzugehen. Nein, ich will es scannen. Dieses Portal ist aktiv. Durch Eintritt in das Portal wird die Rückkehr zum Aether ermöglicht. Ja, das war klar. Und wie ihr seht, frisst das meine HP auch echt rapide weg. Vorteil, manche Schutzzonen müssen beschossen werden, um sie zu aktivieren. Nein, das ist kein Vorteil, aber die Dinger, wie ihr seht, laden sie wieder auf. Lichtkristall. Fremdtechnologie, luminotischer Lichtkristall, generiert ein schützendes Feld mit Lichtenergie. Lichtkristalle bieten Schutz vor der Atmosphäre des dunklen Aethers. Sie lassen sich durch den Beschuss mit dunkler Energie deaktivieren bzw. mit heller Energie aufladen. Welches davon ist mein Powerbeam? Klingenschote, lebende Lagereinheit der Ing-Horde. Diese Ing nutzen ihre Morphing-Fähigkeit, um nützliche Gegenstände mit ihren Körpern zu umschließen. Sie sind auf die Verteidigung durch größere Ing angewiesen. Mighty Morphing Ing. So. So, unsere beschießnötigen Felder sind aber jene hier. Ein Leuchtfeuer. Luminotisches Leuchtfeuer generiert ein schützendes Feld mit Lichtenergie. Leuchtfeuer müssen durch Beschuss mit Beamwaffen aufgeladen werden. Diese Aufladung hält nur eine begrenzte Zeitdauer vor.
Atmosphäre erschöpft sich langsam. Aber steht hier. Ja. Um eine Schutzzone zu reaktivieren, muss die funkelnde Energieform. Ja, ich weiß, wir können es die ganze Zeit beschießen, so mit aufrecht halten. Das ist sehr praktisch. Aber erstmal machen wir diese Klingenschoten in dem Erdboden nieder. So, das ist super. Das hätte ich gern. Klick. Grenzdimensionale Aktivität festgestellt. Vorrichtung auf dem Aether wurde aktiviert. Unser Anzug ist echt schlau. So, und ja, die Ingen können wir nur scannen, wenn sie aus ihrer Glibbermasse heraus eine Form bilden. Drohnen-Ing! Arbeiterdrohne der Ing-Horde. An Wänden umherstreifende Lebensform mit der Fähigkeit zum Morphing. Starke Abneigung gegenüber hellem Licht. Aber wir können sie währenddessen beschießen. Das ist sehr toll. Frag mich, ob wir hier gerade nur weiterkommen. Oder ob wir gleich in der Sackgasse... Oh, wir haben schon sehr viel, ein wenig Überlänge. Aha, aber da hinten ist eine Speicherstation. Dann gehen wir bis dahin. Das ist okay. Ah, du blöden Drohnenvieh, ey. So wie ihr seht, das ist, ups. Ah, shit. Eklige Dinger. Wie ihr seht, oben links steht jetzt mittlerweile auch dunkle Welt. Und ich kann mittels zwei, wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome, ich kann mittels zwei in die helle wechseln. Die Karten sind ähnlich. Ähnlich, aber nicht identisch. Auch wenn es bisher noch so aussieht. Also es ist wirklich sehr Schattenwelt-ähnlich. Also Zelda Schattenwelt ähnlich. Ein Nachtbarb. Barb. Oh, Nachtbarb. Auf dem dunklen Aether. Okay. Beheimateter Flugjäger. Objekte sind relativ klein, bewegen sich jedoch zu ihrem Schutz in großen Gruppen fort. Kontakt ist zu meiden. Ja, Du kannst Kontakt mit meinem Powerbeam machen. Nachtbarb. So, Missiles voll, HP, check, speichern, einmal easy going, Part Ende. So Leute, das war Prime 2 Echoes, Part 6. Ich hoffe, euch gefällt unsere düstere Atmosphäre. Also dann, wir sehen uns morgen wieder mit ein wenig mehr Düsternis im dunklen Aether. Ansonsten bleibt auf dem Laufenden. Also immer schön liken, abonnieren und kommentieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Datenbank. Ciao!